Hey, mein Name ist Dennis Bram von PietSmiet. Ich bin der Bram von PietSmiet logischerweise und hatte die Möglichkeit, mit Christian Lindner zu quatschen über Artikel 13. Und wir suchen gerade überall, wo es geht, Verbündete, um das doch noch zu stoppen. Ich habe jetzt ein paar gute Worte von der FDP auf der Seite gehört. Jetzt wird sich noch zeigen, ob man sich auch daran hält, was natürlich immer wichtig ist. Aber wenn das so sein sollte, wäre das tatsächlich eine Sache, wo wir auf einer Linie wären. Und dafür würde ich mich dann an der Stelle schon mal bedanken. Wir sind für neue Technologien und wir sind für Privatheit, für Meinungsfreiheit, für Kunstfreiheit. Und aus dem Grund, glaube ich, sind wir da ganz glaubwürdig mit unserer Positionierung. Generell, was so die Frage angeht, wie schützen wir den Einzelnen gegen den Staat, auch in den Medien, das geht ja zurück bis zu unserem Einsatz gegen die Vorratsdatenspeicherung im anderen Zusammenhang. Dennis hat nochmal sehr klar und aus der Praxis anschaulich gemacht, welche Gefahr mit Upload-Filtern verbunden sind, gerade für diejenigen, die noch nicht Profis sind, sondern vielleicht gerade auf dem Weg sind, sich etwas aufzubauen, Reichweiten zu gewinnen und Inhalte produzieren wollen. Für uns ist klar, es muss eine Abwägung geben zwischen dem Schutz geistigen Eigentums einerseits und andererseits den Betätigungsmöglichkeiten von Künstlern, von Kreativen, von Bloggern. Das, was jetzt im Europäischen Parlament vorliegt, das ist noch nicht die gute Abwägung. Da gibt es andere, bessere Möglichkeiten, neue Technologien, von der Blockchain zu sprechen etwa, bis hin dazu, dass es tragfähige Gespräche geben kann zwischen Inhalteanbietern und den Plattformen. Wir wollen Artikel 13, Artikel 11 aus dem Verkehr ziehen und nach der Europawahl nochmal ganz neu ansetzen, um zu einer tragfähigen Balance zu kommen. Wie wichtig das ist mir heute im Gespräch nochmal deutlich geworden.